Willkommen zurück bei Rollercoaster Tycoon 3, in dem wir uns das letzte Mal erst hier um ein paar neue Tierchen gekümmert haben. Ein Zebra ist trächtig und ein Känguru ist trächtig. Einmal die gute Caitlin als Känguru und einmal das Zebra Zoe ist auch trächtig. Das hier ist doch, glaube ich, das Baby-Känguru, oder? Wo stehen denn die Namen von den Tierchen? Zebra männlich. Zecke das Zebra. Ey, kannst doch. Ach du Scheiße, du kannst doch nicht. CBD das Zebra. Mich verarschen, was sind denn das für Namen? Haben Zebras solche Namen? Karl. Karl das Känguru. Bobbahn 1 hat Türen, die nicht schließt. Naja, das ist nicht so schlimm. Immerhin besser als Bügel, die nicht schließen. Ach so, habe ich. Da, natürlich. Muss ich ja noch eröffnen. Habe ich total vergessen. Ich wollte hier hinten auch noch so ein paar kleine Stände irgendwo einbringen. Ja, hier kommt so ein Souvenirladen. Klatschen wir hier noch mit hin. Und ein bisschen noch was zu trinken. Getränke. Und noch was zu futtern. Oh, Zuckerwatte zieht doch immer, oder? Bei Kindern. Ich habe das geliebt als Kind. Zuckerwatte. So beim Zirkus gab es die meistens. Hat jemand mal einen Namen für unseren Park? Ist mir bisher immer noch keiner eingefallen. Das ärgert mich immer so ein bisschen mit den freien Flächen, die wir natürlich hier mit. Ey, Moment, genau, es gibt doch auch hier Zäune und, hast du nicht gesehen, Maschentor, Zaun, gibt's auch, Bürowände, Büro des Direktors, oh, Glaswände, gibt's ja auch schon vorgefertigte Gebäude, ah nee, es gibt so einen Gebäude-Editor, fällt mir gerade ein, da könnte ich ja mal was vorfertigen. Kolonialwand-Set. Das ist genau das Richtige für das Büro des Direktors. Backsteinmauer. Geisterschlossmauer. Da gibt es ja so viel, wenn wir das hier oben noch alles dazu schalten. Boah, Junge, Junge, Junge. Großes Parkschild. Können wir mal am Anfang, am Eingang hier teilen irgendwo? Findet sich doch mit Sicherheit noch ein Plätzchen. Ja, genau so hier dachte ich. Schild. Das sogenannte Schild. Was haben wir noch? Ein großes Schild. Kleines Schild. Ein rundes Parkschild. Dann sitzt du wie im Stadion. Warteschlangen TV-Monitor. Was ist denn das hier? Ach, das ist ja. Boah, Leute. Ey, Mohun kommt immer mal durch, ne? Eine Fotostelle. Ist auch eine coole Sache, oder nicht? Hier vor der Wasserbahn können wir das doch mal machen. Bumm. Müssen wir das erst freigeben? Nö, das geht so. Foto Story 3. Ah, hier schön eine Karte. Fotostelle 1. Das ist ja blöd, dass jetzt hier auf dem Schild steht. Kein Zutritt, genau. Steht das dann da, kein Zutritt? Ah, tatsächlich. Ein nettes Willkommen. Schade, dass die Zahlen nicht von oben nach unten oder von unten nach oben gehen. Machen wir noch mal ein nettes Willkommen. Farbtechnisch können wir auch ein bisschen was machen. Eine weiße Stange. Ja, so ein bisschen bläulich. Oder so ein bisschen grün, dass sie sich so ins Bild einfügt. Eine goldene Kuppel oben. Ach komm, machen wir mal rot. Und das Schild an sich. Ich finde es immer ganz nett, wenn das so ein bisschen bunt gehalten ist in den Vergnügungsparks. Ist jetzt nicht gelb.
Nee, das ist dann schon ein bisschen zu viel. Schwarz. Kackbraun. Oh, was ist... Ach du Scheiße, lass die Gäste da drin. Das ist doch nicht normal, oder? Dass das Teil qualmt. Ja, so Leute, solange die Leute hier nicht quer über den Park verteilt werden und da die Bügel sich in der Luft öffnen. Ey Leute, die machen mir schon wieder Angst hier drüben. Ist es okay, hier drüben, alles die. Ich glaube, da muss man Mechaniker ran, oder ist das normal? Hab da gar nicht so drauf geachtet. Machen wir es grün. Willkommen. Willkommen. LCD-Anzeigetafelpunkt. Was nicht alles gibt in dem Spiel, das ist ja unglaublich, ey. Ein Passautomat. Springbrunnen, das ist ja geil. Eine Wasserkanone. Oh. Kommen wir hier irgendwo. Ach, den Springbrunnen, den muss ich an einem. Aha. Den muss ich auf dem Gehweg platzieren. Geht er da jetzt durch? Gut abgepasst. Nicht nass geworden. Doppelte Überkopfschwingbahn wurde repariert. Ah ja, die war also ein bisschen kaputt. Ey, hat aber auch einen mehr. Da geht er durch, da ist der Strahl gerade vorbei. Ganz, ganz locker, ganz lässig. Eine Wasserkanone. Wird das auch benutzt? Ja. Ach du Scheiße, das Ding spritzt aber weit. Nee, sorry, das kann ich so direkt da nicht stehen lassen. Das packen wir später mal mit an den Pool irgendwo ran. Ja, das müssen wir uns mal merken. Hier wollte ich, glaube ich, hin. Genau, hier so ein Armorbrunnen. Meine Fresse, ey. Das Ding. Ein Fahrzeug. Ein Transporter. Genau, ein Transporter an die Kinder. Ein Bus. Noch besser. Ja, wer baut denn? Sieht aber gar nicht so verkehrt aus. Ein Frauenstatuenbrunnen. Habe ich richtig gelesen. Frauenstatuenbrunnen. Aha. Ja, Froschbrunnen. Was haben wir denn noch? Fächerfischschale, Glockenspiel, goldene Löwen. Oh, Gold? Was kosten die? Das kann kein echtes Gold sein. Für 19 Euro kriegst du keine 3 Meter hohe Löwenstatue. Guck dir mal an. Ey Leute, das ist jetzt das dritte Mal in dem Part, dass ihr mir auf die Eier geht. Die goldene Löwenstatue. Golffahne. Ein großer Brocken. Große Brocken legen hier drüben unsere Zebras und Kängurus. Das ist genau der richtige Ort für einen großen Brocken. Ein großes Korallenriff. Aha. Hai aufgerüst. Ja, genau. Ein Karamellbaum. Oh, ein Gummibaum. Ein kleiner Brocken. So als kleines Accessoire. Können wir das ja hier irgendwo mit hinpacken? Lautsprecher. Ah, ey, du kannst hier so viele Details reinbringen, das ist ja unglaublich. Partikel, großes Feuer. Das mache ich mal eben. Oh! Nebel, das ist ja geil. Rauch. Ja, es sieht aus, als ob da jemand kokelt. Nebel. Ah ja, jetzt. Hier so ein bisschen. Geile Atmosphäre kannst du da aufbauen. Bei der Leute, Nummer 4. Ich gehe da jetzt weg. Kannst du eine schöne Atmosphäre aufbauen bei irgendwelchen Gruselbahnen. Ein Pegasus. Oh. Der Pegasus Springbrunnen. Ein Periskop. Cool. Eine Pferdestatue. Riesenfruchtwurf. Riesenkrake, geil.
ein riesiger Brocken. Der riesige Brocken ist nicht viel größer als der große Brocken. Brocken? Rustikaler Leuchtturm. Römischer Hof. Genau. Obwohl, Moment, was kostet denn das Teil? 150 Euro? Ich hab da eine kleine Idee. Wir bauen mal das Teil da oben hin. Scroll nochmal durch bei den normalen Teilen. Da gibt es ja hier oben immer noch viel mehr. Standardgebäude. Eine Steinlöwenstatue. Können wir mal hier bei den Löwen so ein bisschen hinpacken. Links und rechts einer. Ein Taucheranzug. Ein Tempel. Turmschachfigur. Ein U-Boot. Oh, alter Schwede, was gibt's denn hier alles? Eine verrückte Uhr. Verbitterte Frauenstatue. Eine Wespe. Das ist ja auch geil. Boah, alleine bei Western gibt's nochmal so viel Kram. Was haben wir denn hier oben noch? Gruselig, Sci-Fi, Abenteuer. Abenteuer. Eine goldene Nilpferdstatue. Oh, man kann hier so viel Zeit mit verbringen, ey. Eine Schatztruhe. Was haben wir denn noch? Atlantis, eine Trauminsel. Was gibt's denn noch? Der Affe auf der Schaukel. Fischausstein, Commodore-Waran, Kopfausstein. Musiker mit mittelgroßer Trommel. Trommeln die dann wirklich hier rum, ja? Oh, ein Tänzchen im Baströckchen. Das ist aber gemein, dass man die als Objekte sieht. Das muss ich sagen, ist nicht okay vom Spiel, dass die hier bei Deko-Objekten mit drin sind. Gut, wenn es eine mechanische Frau ist. Als Frauen verkleidet ist ja okay. Fracklos. Können wir das hier hinten? Können wir sowas auf dem Wasser eigentlich drauf pappen? Cool, das geht. Naja, nicht ganz. Verschwindet dann unten am Grund. Aber hier oben habe ich gleich noch was vor. Was haben wir hier noch? Safari. Riesentausendfüßler-Fragment. Na, lecker. Ich glaube, diese scheiß Bobbahn, Kartbahn, die reiße ich hier mal ab und baue die an einer anderen Stelle irgendwann wieder auf. Das nervt mich ein bisschen hier unten. Ich würde ja gerne mal so einen Tausendfüßler hier so ein bisschen bauen. Eine Safari-Lampe. Termitenhügel. Oh, alter Schwede, ey, du kannst hier so viel machen. Ich komme immer noch nicht klar. Steinshaut. Oh, Dinos. Ne, ich werde bekloppt. Boah, was habe ich als Kind alles an Dinos gesammelt, ey. Hört mir bloß auf. Dimetrodon. Dort Dimetrodon 45 Grad. Wer kennt den nicht? Den normalen Dimetrodon, den kennt jeder. Den Dimetrodon 45 Grad kennt keiner. Dinosaurier-Eier. Dinosaurier-Skelettkopf. Wow. War das auch ein T-Rex? Bestimmt. Hier ist noch so ein 45 Grad Saurier. Boah, Plesiosaurus, diese großen Wasserviecher, was so ein bisschen wie Nessie aussieht. Oder Nessie den hier ähnlich sieht, was auch immer Nessie ist, oder auch nicht. Säbelzahntiger. Sind das echte? Bewegen die sich? Oh, die machen sogar Animation. Das ist ja geil. Was macht der Stegosaurus? Klar. Ist das nicht geil? Boah, ich bin gerade so im Schwärmen. Ich weiß gerade nicht, was hier. Guckt euch mal das Monster an. Mit seinem kleinen verkümmerten Pötchen. Da konnte gerade mal damit einen Sockel stopfen, mehr aber auch nicht. So, du musst auch mal wieder weg. Boah, Wollmammut. Yeah. Bin gerade ein bisschen begeistert. Ich glaube, das hört man. Ein Wollnashorn. Oh, jetzt habe ich der Dinos entdeckt. Wo war ich denn stehen geblieben? Hier oben bei dem römischen Teil. Und zwar wollte ich hier ringsrum noch ein bisschen Weg bauen. Unter Wassertunnel.
hier errichten müsste. Das ist Aussichtsturm im Weg. So, nicht wundern, das kommt dann noch ein bisschen anders. Halt hier oben was frei. So, und zwar brauchen wir wieder erstmal meine Büsche. Waren die nicht hier? Ja doch, die sind hier. Sind die hier drin? Die kleine Hecke habe ich eigentlich gemeint. Ach scheiße, die kann ich jetzt hier so nicht anbringen, wie ich dachte. Geht das mit dem Zaun? Nee, Zaun sieht natürlich auch bescheuert aus. Muss ich nochmal ein bisschen umstrukturieren. Aber ich sehe gerade, die Folge ist schon wieder vorbei. Das Teil machen wir beim nächsten Mal auf jeden Fall direkt als erstes fertig. Ich bedanke mich fürs Zusehen und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.